Im Verlauf der Woche, nachdem wir bereits gute Barsche gefangen haben und auch etliche Zander, sind wir dann weiter auf Wels und Zander. Barsche waren weiterhin stets willkommen, doch wir haben unseren Fokus dann auf Welse und Zander festgelegt. Ganz so einfach, wie es uns zu Beginn schien, war es dann doch nicht, denn der Ebro war sehr breit. 800 Meter Breite war da der Durchschnitt. Und da mussten wir uns halt festlegen, wo wir genau fischen wollten. Denn am besten hätte man, also am liebsten hätte man überall gefischt, an jedem kleinen Nebenarm, Verbiegung, in jedem kleinen Kanälchen. Doch die Zeit dazu fehlte uns. Und so legten wir uns fest, dass wir einfach Beutefische suchten mit dem Echolot und schlussendlich dann dort auch fischten, wo wir viel Fisch auf dem Echolot hatten. Diese Taktik funktionierte sehr gut im Sommer und schon bald konnten wir dann von Tag zu Tag gewisse Rhythmen feststellen. Und zwar am Morgen gab es eine kurze Beißphase, die etwa 1-2 Stunden andauerte. Dann gab es eine längere Beißphase, so zwischen 11 und 3 Uhr. Und dann noch so die klassische Abendphase, die sehr gut auf Barsch und Zander lief und auch Welse bissen da. Morgen früh. Fangt an mit einem guten Barsch. Hinter dir. Gutes Ding. Schöne Fisch am Morgen. Früh am Morgen, wie soll sie? Egel. Ein Zander? Yes! Und ein schöner. Ein Zander? What the yes, fuck? Man. Let's go! Karabiner auf. Geil, Mann. Und? Schöne Zander. Das haben wir gesagt. Zander, Baby! Heute geht's auf Zander. Was für ein fettes Teil. Du so weiter fischst. Also nein, das ist riesig. Das ist riesig. Uff, das sind die mehr als 43. Also, das ist mal ein geiler Start. Da wieder mal wieder mit so einem Barsch. Boah, was ein geiler Barsch. Life is brutal. Zander. Non-Action Tail mit einem Jig im Mittelwasser gejiggt und dann kam er. Er ist immer noch im Fall dort, wo du ihn gehackt hast, auf der Tiefe.
5 bis 7 Meter. Aber wie geil die hochgekommen sind, beide. Mir hat nicht wollen, die nicht gefragt. Ui, schön. Soll ich haben? Wie sieht dann sicher von 2 Meter aus? Ja, so. Soll ich kurz haben? Scheint gut zu funktionieren. Was? Oh shit! No way. Wie groß? Was ist der Hals hier drin? Oh, ja. Kamera lauf. Meter 20. Oh, nochmal eine. What the fuck? Einfach 2 Wels. Einfach 2 Wels dort. Hier, nou, man. Hier, bro. Petri. Het slaapt er. Nou, dit is de Elvelso, man. Dat is het vierde, ja? Kamera lauf. Ich komme schon wieder in den Bett. Wie groß etwa? Gleich. Ich muss ihn brüten. Mal schauen, jetzt geht das Fisch nicht so klar. Wow, Alter, hier, schau, das Eck muss er kommen. Nein, er hat losgelassen. Ich dachte, er soll anschlagen. Nein, Alter. Nein. Er hat voll soll anschlagen. Ein schöner Drill. Von einem Wels natürlich. Alter, der ist nicht schlecht. Sieht grösser aus. Meter. Ja, Meter, wow. Aber der hat schön Power gehabt. Geht's, sagt er. Ein Drill von 40 Sekunden. Hast du schon verzichtet da, das Meterfischli. Wir sind auf Wels aus momentan. Allerdings nicht auf Buben. Wir sind auf Väter, Mütter, Grossmütter, Grossväter. Habe ich Mutter gehört. Ja, trotzdem gut genährt. Wie immer.
Schöner Bauch. Immerhin. Schöner Wels. Nein, schöner Wels. So etwas würde ich garantiert vermissen in der Schweiz. Petri. Ich habe wieder einen fucking Wels gefunden. Nie im Leben ist ein Wels. Wirklich? Jetzt. Na, da ist die Gäderschule. Ja, vielleicht kleiner. Oh, Alter, aber es läuft, hä? Ist nur ein bisschen geklopft. Und unten hat es noch mal etwas gehabt. Kleiner Wels. Ich sag, es war ein Wels. Gelder? Halt dann. Du bist der Wels, Bro. Nein, kann ich nicht. Klappt sie, oder? Ja. Schön, sicher Zander. Schön Wels. Zander? Wels. Ja, was? Nein. Ja, aber krass. Na Jungs, kleiner Wall am Start! Jo! Yes, Digga! Sonnencreme, noch nicht mal eingecremt. Nicht einmal richtig eingecremt. Der hat aber schon hohe rasierscharfe Zähne. Digga. The real rider. Stück tun. Petri, Digga. Das wäre schön, das Egli. Richtig schön, Egli. Alter, was für eine Kirsche! Das ist brav.